am Mittwoch, den 5. Februar 2020, ist es passiert. Der Rechtsruck ist in den hiesigen Regierungssesseln angekommen. Mit der Wahl des FDP-Strohmanns Thomas Kemmerich, diesem Lauch, hatten wir den ersten von einer offen völkischen und neofaschistischen Partei ins Amt gehobenen Ministerpräsidenten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist ein Schlag ins Gesicht derer, die tagtäglich von rassistischer, antisemitischer und antifeministischer Gewalt betroffen sind, die durch die parlamentarischen Hetzreden der AfD entfacht wird. Es ist ein Schlag ins Gesicht derer, die sich überall gegen Neonazis und rechten Terror wehren. Die Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden der selbsternannten bürgerlichen Parteien sind wertlos. Sie können für einen konstruktiven und glaubhaften Kampf gegen rechts niemals Partner sein, wie sich jetzt in Thüringen gezeigt hat. Ein weiteres Beispiel dafür war der fehlende Aufklärungswille bei rechtem Terror wie dem des NSU. Wie vor 90 Jahren steht für die selbsternannte bürgerliche Mitte der Partner zum vermeintlichen Machterhalt rechts und der auserkorene Feind links. Für uns ist klar, es wird weitere Versuche geben, antilinke Koalitionen mit der AfD zu schmieden. So soll die Zusammenarbeit mit Faschisten normalisiert werden, die auf kommunaler Ebene längst Realität ist. Ein antifaschistischer Grundkonsens lässt sich auch nicht herbeireden. Er entsteht in sozialen Bewegungen für eine solidarische Gesellschaft, wie am feministischen 8. März, in Kämpfen für Klimagerechtigkeit und Antirassismus. FDP, CDU, AfD und die extreme Rechte stehen für Konkurrenz, Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus und Patriarchat. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass all das keinen Platz in unserer Gesellschaft hat.